kenne einen Hersteller auf dem Markt, ja, der hat ein Kältemittel und hat aktuell kein Nachfolger-Kältemittel. Ja. Kann es sein, dass nicht jeder für sein Wärmepumpen ein Kältemittel findet? Oder wenn ihr eins habt, müssen die anderen auch eins haben? Oder hängt es von der Wärmepumpe an, was für Mittel das man hernehmen kann? Doch, ist aber auch so, dass manche Hersteller letztendlich schlichtweg komplett neu konstruieren werden müssen und werden. Wie Sie aus dem Video über Ringgrabenkollektoren wisst, war ich auf der IFH, das ist ein Mess für Sanitär und Heizung. Da war ich aber nicht nur beim Arne, sondern war auch beim Joachim von der Firma Niebe. Und der erzählt uns heute ein bisschen was über Luftwasserwärmepumpen und auch was sich bei den Kältemitteln demnächst ändern wird. Also, als erstes einmal Joachim, fiese Fragen. Okay. Was ist eine Wärmepumpe? A. Ein Bauteil aus einem Atomkraftwerk. B. Ein spezieller Griff im Wrestling. C. Eine südostasische Sexualpraktik oder D, ein modernes, effektives Heizsystem? Ich würde auf die wählen. Lass auf D tippen. Ja, genau. Ich glaube, dass du recht hast. Ich bin mir fast sicher. So, was ja viele Leute fragen oder viele Leute kennen, ist eine Luftwasserwärmepumpe. Ja. Was habt ihr jetzt hier da? Wie funktioniert das? Wie schaut sowas aus? Also, wie funktioniert das? Im Grunde genommen ist die Wärmequelle die Luft. Und auf der anderen Seite haben wir das Heizsystem. Die Wärmepumpe an sich hat die Aufgabe, sozusagen die Lufttemperatur aufzunehmen, über die Verdichtertechnologie umzuwandeln in nutzbare Heizungswärme. Das ist also ein kältetechnischer Prozess und von der Warte ist es so, dass da das ist, dass die Geräte, Luft-Wasser-Wärmepumpe, in der Regel auch draußen stehen. So wie jetzt bei dem Beispiel da, ist es so, dass die Maschine draußen steht, im Garten, hat hinten eine Lufteinströmöffnung. Da hinten wird die Luft angesaugt, vorne ist ein kleiner Ventilator, der sozusagen die Luft da durchbläst. Und wenn wir dann genauer hinschauen, sehen wir zum Beispiel bei der Wärmepumpe, haben wir es extra bei dem Messegerät extra so gebaut, dass man da sieht, okay, wie schaut so ein Kältekreis aus. Und das große Thema außenrum ist ja momentan sozusagen die Kältemittelstruktur. Und in dem Fall ist es so, dass man dazu übergeht, dass die sogenannten natürlichen Kältemittel, R92 in dem Fall, gut dann so in der Beschreibung verwendet werden, um Wärmepumpen zu betreiben. Mhm. Jetzt hast du was gesagt von Kältemittel, R92. Ja. Da kann jetzt, glaube ich, der Laie nicht so viel damit anfangen. Welche Kältemittel gibt es aktuell auf dem Markt? Was sind so Vor- und Nachteile? Kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen? Also es gibt die sogenannten künstlichen Kältemittel, die ja eigentlich aus verschiedenen chemischen Bauteilen zusammengebaut werden, mit dem Nachteil, dass sie teilweise Stoffe enthalten, die der Natur, wenn sie denn ausströmen, sozusagen nicht gut tun. Mhm. Und darum hat man gesagt, im Rahmen der europäischen Gesetzgebung, dass die Kältemittel Untauglichkeit oder Umweltverträglichkeit verbessert werden muss. Und da hat sich die Wärmepumpenindustrie verständigt mit der Europäischen Union, zu sagen, wir setzen jetzt in der Folge der nächsten Jahre, beginnend ab 2025, auf natürliche Kältemittel. Natürlich, eine Wärmepumpenindustrie oder Wärmepumpenhersteller allgemein greifen das Thema natürlich schon früher auf, um die Sicherheit in den Markt zu kriegen und zu sagen, ja, wir haben verstanden, ja, wir machen natürliche Kältemittel. In dem Fall das R92. Und das habt ihr praktisch schon, das natürliche Kältemittel? Genau, wir haben Geräte, ja, die R92. Weil ich kenne einen Hersteller auf dem Markt, ja, der hat ein Kältemittel und hat aktuell kein Nachfolger-Kältemittel. Ja. Kann es sein, dass nicht jeder für sein Wärmepumpen ein Kältemittel findet? Oder wenn ihr eins habt, müssen die anderen auch eins haben? Oder hängt es von der Wärmepumpe an, was für Mittel das man hernehmen kann? Also diese Kältemittel an sich sind praktisch ja, im weitesten Sinne Zukaufteile. Mhm. Also in der Regel hat kein Wärmepumpenhersteller eine eigene Kältemittelproduktion. Dazu ist jeder oder die meisten Wärmepumpenhersteller eigentlich zu klein. Mhm. Und das ist auch nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist sozusagen zu sagen, okay, die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben sich geändert auf R92 zum Beispiel. Jetzt ist natürliche Kältemittel. Und das wird sozusagen die Basis sein, um eine Wärmepumpe danach zu konstruieren, damit die sozusagen die Wärmeversorgung betriebssicher darstellen kann. Mhm. Und da ist es auch so, dass man davon ausgeht, wenn man R92 verwendet, gerade bei uns im Prozess ist es so, wir kommen aus Schweden, habe ich ja vorher mal angedeutet, ja, da ist es einfach so, da haben wir sehr tiefe Temperaturen, teilweise bis minus 22 Grad. Dann baut Niebe selber, also schwedischer Hersteller in dem Fall, Wärmepumpen, die bis zu minus 25 Grad Außentemperatur immer noch 63 Grad Ladetemperatur liefern. Und um diese Kältemittelthematik nochmal aufzunehmen, momentan gibt es auch noch Kältemittel in der Zulässigkeit, die eigentlich einen sehr guten Umwelteinflussfaktor haben. In der Sache ist aber auch so, dass manche Hersteller letztendlich schlichtweg komplett neu konstruieren werden müssen und werden.
Ist einfach so. Weil manche Kältemittel technisch schlechter aufgestellt sind, als wie die jetzt vorher schon besprochene Situation. Okay, also es kann sein, dass gewisse Wärmepumpenhersteller nicht einfach nur das Mittel tauschen, müssen wirklich neu konstruieren praktisch. Genau, das ist eine gute Frage, weil diese gesamte Thematik Kältemittel ist wie bei einem Automotor, Diesel oder Benzin, um einfach so zu erklären. Ja, genau. Ich kann einen Benziner nicht mit Diesel fahren und nicht andersrum oder schlecht. Probieren kann man es, aber löst wahrscheinlich ein Desaster aus. Tankverschmutzmotor kaputt. Nein, da ist auch so, das Kältemittel und die gesamten Bauteile sind aufeinander abgestimmt. A, wegen der Effizienz, Langlebigkeit, Lautstärke und alle möglichen Faktoren, die dazugehören, Betriebssicherheit. Bei sehr tiefen Temperaturen oder bei hohen Außenlufttemperaturen, weil die Wärmepumpe steht ja in dem Fall jetzt bei Luftwasser im Garten draußen. Mhm. Und da sind halt diese ganzen Umwelteinflüsse auch nur zu berücksichtigen. Wie immer hoffe ich, dass euch auch das heute was gebracht habt. Wenn nicht nur die Wärmepumpen eine Frage für euch ist, sondern generell Fragen zum Hausbauen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Dann können wir schauen, ob ich euch mit meinem Baucoaching oder mit einer Fertighausberatung weiterhelfen kann. Ein Link findet ihr in der Videobeschreibung oder in die Kommentare.